Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Echo Delta Delta Hotel. Heute wieder ein kleiner Ultraleichtflug, denn Florenz ist nicht da und ich dachte mir, dann fliege ich heute mal meine EVAO Germany Autobahn-Tour weiter. Es geht von Arnsberg-Menden entlang der A44 durch die Kontrollzone von Paderborn, bis wir dann schlussendlich in Kassel-Calden landen. Ich mache den Flieger fertig, roll zur Piste und dann geht's direkt los. So, ich habe das Flugzeug eingerichtet. Ich habe gerade festgestellt, dass es wohl ein Update des Garmin gab und deswegen habe ich es mal schick neu eingerichtet. Ich rufe mal kurz bei langen Rädern durch, um rauszufinden, welche Piste denn hier so aktiv ist. Ja, wenn ich mal so auch in Richtung Düsseldorf gucke, dürfte das V3 sein. Und wir fragen lieber nach, lass uns nochmal den Wind durchgeben und dann sind wir auch schon da. Langreiter, Delta Mike, Romeo Bravo Whisky, moin. Delta Mike, Romeo Bravo Whisky, Langenradar, guten Abend. Delta Mike, Romeo Bravo Whisky, eine Person, ultraleicht, TL2000, steht in Arnsberg-Menden. Für einen VFR-Flug entlang der A44 nach Kassel-Calden, er wird der Abfluginformation. Delta Bravo Whisky, verstanden, Piste 2-3, QNA 1013. QNH 1013 und die Piste zu 3 Delta Bravo Whisky. Wir melden, wenn in der Luft. So, ich fliege nicht mit Echtwetter. Den Grund, dass es in echt gar nicht mehr so gut ist, aber echte Zeit ist eingestellt. Ich habe gerade noch was auf, das werde ich gleich machen. In der Piste stehe. So, jetzt wird hier erstmal links gewackelt. Arnsberg waren wir schon mal in der Aufnahme. Verlinkt es mal oben rechts. Das war Teil unserer Ultraleicht-Tour. Also falls ihr auf Ultraleicht-Dingen steht, könnt ihr gerne die ganze Reihe gucken. Oder sogar die Tour auf EVAO Germany nachfliegen. Die Ultraleicht-Tour, die ist in weiten Teilen sehr ähnlich der Tour, die wir da in den Videos geflogen sind. Das ist ein bisschen schnell geworden, nehmen wir runter. Bleiben wir hier ganz kurz noch stehen. Mal hier vorne. Machen wir unseren Sonder einmal an. Grüßen Sie mal in die Kontrollzone. So, 7000. Topleiter an. Passt alles. Vorne. Klappen habe ich mal gefahren. Brauchen wir vielleicht sogar nicht. Dann geht's auf die Piste. Lassen Platz in nördliche Richtung, da ist sowieso das Autobahnkreuz, das habe ich mal als Wegpunkt mal im GPS gesetzt. Und man soll hier in Arnsberg-Menden sowieso in Richtung Norden abfliegen, denn im Süden ist ein Naherholungsgebiet, wie so schön auf der Karte steht. So, gib direkt Gas. Geht es auch schon in die Luft. Kleines Flugzeug braucht wenig Piste. Erstmal sowas in Richtung Platzrundenhöhe. Eieiei, blendet das da vorne. Hui. So. Dann drehen wir mal in die Sonne rein. Geh mal Gas ein bisschen zurück. Nicht, welche Stadt das hier vorne ist. Da ist der Flugplatz. Mich dann hier einfach mal dem Flüsschen vorbeischlängeln. Ist das die Ruhr? Ich glaube nicht. Das könnte die Ruhr sein. Leider in diesem Teil von Deutschland nicht so bewandert. So, jetzt fliegt das mal raus. Melden uns mal ganz kurz. Der Whisky in Arnsberg-Menden gestartet, verlassen Platz in nördliche Richtung und würden gerne Piss haben. Delta Bravo Whisky, verstanden. Squawk 7742. 7742, Delta Bravo Whisky. 7742. Hatte ich recht, wir kriegen noch einen Squawk. Code. So.
2200 ist gut von der Höhe. Lila Palme Whisky, Sie sind identifiziert, 2200 Fuß und steigen QNH in Dortmund 1013. Na, Dortmund 1013, 2200 steigen, check, Delta Bravo Whisky. Ich glaube, check sagt man nicht. Ich wollte mal wissen lassen, dass wir da wohl einer Meinung sind. Einen schnellen Blick auf die Karte. Der Delta-Luftraum geht hier bis 2500 Fuß. Das heißt, viel höher sollten wir auch gar nicht. Machen wir jetzt gleich eine Rechtskurve und danach haben wir prinzipiell Platz. Gehen wir vielleicht sogar auf 3000 hoch, 3500. Aber so 2500 reichen erstmal für den Anfang. Die Evaro Germany Tour, Autobahntour, zielt ja darauf ab, dass man so mehrere Autobahnen abfliegt. Das war möglichst genau. Das heißt, ich werde jetzt händisch, wie das, Grüße an Jonas, händisch, wie das hier ist, einfach mal abfliegen. Vielleicht den Autopiloten. Ja, ich weiß, ein Ultraleicht hat eigentlich keinen Autopiloten, aber vielleicht für ein, zwei Zeitreifaufnahmen den Autopiloten einschmeißen. So, erstmal orientieren wir uns jetzt an die rechte Seite der Autobahn, dass wir sie links durchs Fenster gut im Blick haben. Das ist im Grunde wie bei einer Platzrunde. Wenn wir die Pflichtmeldepunkte jemals markieren, mehr auch nicht. Nein, wir fliegen ja gut. Wir fliegen IFA, steht für I Follow Roads. Kleiner Gag. Unter Sicht fliegen. Genau, sind jetzt Autobahnabschnitt zwischen Werl und Soest. Das da vorne war der Rastplatz Ostener Grund. Das heißt, dementsprechend ist diese Stadt hier vorne vermutlich Ampen. Oder Soest. Nee, das ist sogar schon Soest. Sind wir doch noch weiter, als ich dachte. Soest. Vielleicht wohnt da ja jemand von euch. Sieht jetzt von oben nicht einladend aus, aber hat bestimmt seine Ecken. Ja, da müsste ich mich aber auch fast schon melden für einen Durchflug durch Paderborn. Was ich denn jetzt mal so eben tun würde. Und Langreiter Delta Mike Romeo Bravo Whisky erbittet Durchflug durch die Kontrollzone Paderborn-Littstadt entlang der A44. Das wären dann Pflichtmeldepunkte Kilo und Sierra. Delta Mike Romeo Bravo Whisky verstanden. Durchflug Kontrollzone Paderborn-Littstadt genehmigt. Aktive Piste 24. Paderborn 1012. Fliege durch die Kontrollzone Paderborn-Lippstadt, entlang Kilo A44 Sierra. Die aktive Piste ist die 24 und das QNH 1012. Delta Mike Romowski. Den Lotsen, den ihr hört, ist übrigens Andreas oder auch Noxy ATC. Der ist so wie wir oder wie ich Content Creator auf Ivao. Und streamt eigentlich sehr regelmäßig am Dienstag den Ivao Germany Online Day als ja, Lang HD oder DLD Center. Da vorne müssten zwei Becken auf der linken Seite der Autobahn kommen, nördlich davon. Das ist ein Pflichtmeldepunkt Kilo, den wir in 2500 Fuß oder niedriger passieren werden. Und deswegen pflichtmelden wir uns unsere Position jetzt mal. Delta Mike Romeo Bravo Whisky, Kilo 2100 Fuß. Langenrenner. Wunderbar. Man muss gar nicht viel sagen beim VfR. Ich bin vorhin, war ich ein bisschen Laberlaune, wohl. Aber es ist gerade keine auf der Frequenz. Da kann man vielleicht Antworten auch mal ausführlicher machen. Vielleicht nicht, wenn man auf einem Prüfungsflug ist oder so. Aber im Zweifel geht es ja darum, dass man weiß, wo man ist. Der Lotse weiß, was einer, was jemand vorhat, dass die anderen auf der Frequenz wissen, was abgeht. 2000 Fuß. Mal leicht wieder steigen. Paderborn dürfen wir dann auch die Szenerie von Aerosoft sehen von oben. Zusammen mit der Wewelsburg, die steht im Endanflug auf die Piste 24, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Da vorne sieht man die Anfeuerung von Flackern. Jo, wahrscheinlich wieder nicht, weil das nicht niedrig hoch genug aufgelöst ist. Oder was auch immer. Ja, die Autos sind fast schneller als ich, ne? Ist auch nur in Deutschland. Naja, ein bisschen schneller sind wir dann doch. Mit unserer Groundspeed von gerade
111 Knoten. Wenn wir mal Flux umrechnen, sind dann ja, mal 1,6 in etwa. Ne? 222 minus 10%, 20 Knoten in etwa. Dann dürfen so 200 km/h sein, mit denen wir gerade unterwegs sind. Jetzt wieder ein bisschen an Trimmung arbeiten. Nur dieses Flugzeug reagiert aus irgendwelchen Gründen sehr, sehr, sehr schnell auf Trimmungseingaben. Da muss man immer aufpassen, deswegen lasse ich den auch ungern einfach mal stehen in der Luft, im Sinne von bin nicht an der Steuerung für zum Beispiel Zeitrafferaufnahmen, weil der sonst wohin fliegt dann. Gerade geht's eigentlich. Aber ich meine, man muss ja auch was zu tun haben, ne? Wenn man so viel IFA fliegt, hat man immer viel zu wenig selbst zu tun, deswegen ist VFR als Ausgleich zwischendurch eigentlich ganz schön. Paderborn fällt mir ja dann gerade mal ein, haben wir auch letztens erst wieder besucht. Lorenz und ich, und zwar mit dem Business Jet. War eine größere Brücke über die, ich vermute, Lippe. Oder über die Parder. Die Parder ist, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, einer der kürzesten, oder wenn nicht sogar der kürzeste Fluss Deutschland, der irgendwie nach 7 Kilometern dann vermutlich in die Lippe einen anderen Fluss mündet. Oder vorne muss man aufpassen, ne? Nicht, dass wir in das schöne Windpäckchen reinfliegen. Oh, so gerade wird es gar nicht mehr. Also ab jetzt immer viel Kurven fliegen, wenn ich gerade nur so ein bisschen vorausschaue, was noch kommt. So, dann sind wir auch sofort bei Lichtmeldepunkt Sierra. Und melden. Das dürfte mehr oder weniger hier zwischen Park und der Ortschaft. Nicht zu hoch, vielleicht lateral aus der Kontrollzone raus, das wollen wir ja auch nicht. Delta Bravo Whisky, Sierra, 2400 Fuß. Delta Bravo Whisky, verstanden. So, was ich gleich mal nachfragen müsste, ist, wer denn für Kassel zuständig ist, weil dieser Langen ist es bestimmt nicht. Es ist entweder der andere Langen oder Bremräder. Aber das können wir sofort erfragen. Also wenn er uns runterschmeißt, werde ich einmal nachfragen. Okay, können wir wieder ein bisschen sinken. Kassel, die CTR, 2700 Fuß. Spannend. Die ungewöhnliche Nummer. Worin begründet sich das? Möglicherweise mit der Höhe vom Airport. Ja, vielleicht 800 Fuß in etwa. 170, glaube ich. Irgendwo in der Nähe des Warburg, wie ihr war, kommen. Kurz nach Warburg relativ südlich fliegen, um unseren Pflichtmeldepunkt Whisky 1 zu erwischen. Für die Zone Kassel-Calden. Liegt etwas südlich. Vorne müssen wir aufpassen, dass wir nicht vorher reinfliegen. Aber das wird schon gehen. Noch in etwa 15 Minuten zeigt das Stationsdisplay an, bis zum nächsten GPS-Punkt, der ja auf dem Pflichtmeldepunkt liegt. 10 Minuten müsste man sich mal melden. Beim entsprechenden Radar. Ich in der nächsten Tour. Whisky, verlassen wir einen Sektor. Rufen Sie Bremen, wenn Sie mögen, 125,025. 125,025. Bestätigen Sie auch für CDR einen Flug nach Kassel? Positiv, Kassel ist in Bremen. Alles klar, vielen Dank, Andreas. Schönen Abend noch. 120,025. Wir haben mal auf die Karte geguckt. Gar nichts an Lufträumen in der Nähe. Also ganz entspannt. 860 Fuß, das heißt, die Platzrunde fliegen wir auf 1800 Fuß. Hätte ich jetzt spontan behauptet. Gut, dann rufen wir mal Langen. Bremen, Mike. Bremenradar, Delta Mike, Romeo, Bravo, Whisky, moin. Delta Mike, Romeo, Bravo, Whisky, moin. Delta Mike, Romeo, Bravo, Whisky, eine Person VFR nach Kassel-Calden in einer TL 2000. Erbitten Einflug in die Kontrollzone Kassel-Calden über Whisky 1, momentan etwa 7 Minuten westlich. Delta Bravo, Whisky, verstanden, rufe Sie zurück. An der Stelle klicke ich dann immer einmal Funk rein, dass er weiß, ja, damit, ob man das jetzt in echt rotschern müsste. Für mich reicht es so. Bestätigung. Geht ja keine Einweisung damit dann her, sondern weiß nur. Soll darauf gefasst sein, demnächst nochmal gerufen zu werden. Der Bravo Whisky,
für Bremen. Delta Bravo Whisky. Ja, Delta Bravo Whisky. Equipment Kassel-Kallen ist die 27. QNH Großraum Kassel 1012. Einflug über die Whisky-Route, Whisky 1 genehmigt. Bleiben Sie im Hover unter 2700 Fuß, melden Sie Whisky 1. Whisky 1. Oh, Whisky, verstanden, fliegende Kontrollzone über Whisky 1, melde Whisky 1 des QNH für Kassel 1012 und die Piste 27. Korrekt, und kein Gemeldeverkehr zurzeit bei Ihnen. Kein Gemeldeverkehr, danke, Delta Bravo Whisky. Bin gespannt, ob wir Whisky 2 noch melden müssen. Das ist nämlich kein Pflichtmeldepunkt, sondern ich weiß gar nicht, wie das heißt, nicht Bedarfsmeldepunkt, wie bei der Bahn, sondern Bedarfs halt. Pflichtmeldung haben wir von Meldepunkt. Lufthansa 2405, Contact Munich, Frequency 134150, tschüss. Munich, 134150, danke, schönen Abend, Lufthansa 2405. Dito. So, ich gehe jetzt einfach geradeaus. Wenn ich der Bogen hier jetzt folgen würde, wäre ich schon in der Kontrollzone drin. Wäre wahrscheinlich auch kein Problem. Unten leicht. Höchsten Berge in der Umgebung sehe ich gerade 1800 Fuß. Also so hoch, wie wir die Platzrunde fliegen wollen. Oh, das ist halt südlich alles, ne? Melden wir uns mal kurz. Delta Bravo Whisky, Whisky 1, 2400 Fuß. Delta Bravo Whisky verstanden und Ihre Vorhaben, Ihre Intentionen in Kassel-Kallen folgen Ihrer Landung. Delta Bravo Whisky positiv. Delta Bravo Whisky verstanden. Dann fliegen Sie direkt in den Enderflug Piste 27, melden Sie diesen. Ich fliege in den Enderflug Piste 27 in Wilco Hotel, der Whisky. So. Oh, hier ist auch ein Flugplatz mal gewesen, fällt mir gerade mal auf. Army Field oder wie hängt das hier alles? Noch nie aufgefallen. Ja, schon zwei, drei Mal Kassel-Kallen Simulator. So, direkter Enderflug, ja. So sehr direkt können wir jetzt nicht fliegen. Ich will jetzt mal so eine Art sehr kurzen Gegenanflug machen. Hört das schon? Dann sehen wir auch schon die Szenerie. War, gibt es vielleicht zum TO? Ich hoffe, ich bringe dann sie zu verlinken. Wenn nicht, meckern, richtet die. Dann haben wir hier fast dicken zu weit rechts, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Parallel zur Piste. Ich hoffe auch dicht dran, aber das Flugzeug ist ja windig und im Zweifel starten wir durch. Ja, ich würde jetzt mal nach diesem Baukränchen hier unten drehen. Warte, Klappenstufe von 2 aus. Viel tiefer will ich jetzt auch gar nicht. Oh Gott, ja, das ist ja schön. Da sieht man ja richtig viel. Ah, da, alles klar. Wir sind zusammen vor Contact Leipzig. Muss ich nur die Frequenz hier raussuchen. 133230. Sehr gut. Das ist aber München Radar. 133 Dezibel 23. Kingfisher 274. Genau, das ist korrekt. München. Haben Sie ja nichts. Ja, das haben Sie ein bisschen erweitert. Das ist halt ein bisschen irritierend. Ne? Ja, aber ich gehe auch hin. Ne? So, ich melde mich mal schnell. Delta Bravo Whisky, Enderflug 27 Kassel-Kalden. Delta Bravo Whisky, Wind 280 Grad, 6 Knoten, bis zu 27 frei zur vollständigen Landung. Bis zu 7, Landung frei, Delta Bravo Whisky. So, da muss ich mal einen Screenshot machen. Das sah doch schon sehr gut aus. Und echt würde ich hier nicht landen wollen. Da war es ja 3 Sonnenbrillen. Was sagen die Papi-Lichter? Passt. Oh Gott, werde ich fast ein bisschen zu. Hamburg Radar, hallo. Hamburg Radar, Fox Radio, Alpha Yankee, inbound to Gdu, level 250. Huch. Na komm. Ja, ach schade, auf den letzten Meter weggeworfen die Landung. Bravo, Sierra Foxtrot 4, Alpha Yankee, Bremen, hello, Squawk 5646. Squawk 5646, Bravo, Sierra Foxtrot 4, Alpha Yankee.
So, dann gucken wir doch mal, wo wir runter müssen. Okay, ja. Ruder funktioniert noch. Ist nicht eingerostet. Ja, Stunde Flug jetzt. Eine Stunde war es nicht mal. 40 Minütchen. So, wir dürften jetzt wo vacated sein? Charlie. Das heißt, wir erwarten jetzt eine Linkskurve. Delta Bravo Whisky, willkommen in Kassel-Calden. Rollen Sie zum der allgemeinen Luftfahrt über Lima und ja, Echo 4. Delta Bravo Whisky, Rolle zum Parkplatz der allgemeinen Luftfahrt über Lima und ich würde Echo 3 vorschlagen, das ist ein Ticken dichter. Oder ist der gesperrt? Echo 3, ich wusste nicht, ob ihr noch tanken wollt. Oh, machen wir dann vorm Abheben wieder. Danke. Sehr aufmerksam. Sehr gern. Und verlassen genehmigte Frequenz. Alles klar, verlassen genehmigt. Vielen Dank für den Service, Delta Wawiski. Jo, gern. Schönen Abend noch. Na, Parkbremse. Alles klar, sitzt. Dann. So viel zum Thema Parkbremse sitzt. Jetzt aber. Ja. Nehmen wir den mal zurück. Ausdrehen. Vito-Cover drauf. Und die Wheelchocks dran. Und damit sind wir erfolgreich in Kassel angekommen. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video bis hierhin angeguckt habt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr das noch nicht gemacht habt. Guckt auch gerne weitere Videos von unserem Kanal, auch welche mit Florenz, falls ihr jetzt wegen Florenz hier seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, hoffentlich. Bis dann. Tschüss.